Mahlzeit. Ich bin wieder mit meinem kleinen Spielzeug, der Avatar 2, unterwegs. Diesmal an einem anderen Spot, zum ersten Mal auch an einem Spot, wo ich jetzt keinen weichen Untergrund habe. Also wenn die Drohne runterfliegt, dann nicht auf frisch gemähten Rasen, sondern teilweise auf Stein. Vielleicht bleibt sie im Baum hängen. Aber die meisten Crashs habe ich eigentlich gebaut, wenn ich ein bisschen übermütig wurde und versucht habe, irgendwelche Powerloops zu machen. Da kommt die Drohne halt an ihre Grenzen, die ist für cinematische Aufnahmen gemacht. Deswegen habe ich sie mir auch geholt. Eine kleine Änderung habe ich vorgenommen. Ich habe hier ein kleines Behältnis oben drauf geklebt, wo sich ein Apple AirTag drin befindet. Weil ich jetzt schon öfter das Problem hatte, dass ich die Drohne sehr lange gesucht habe und sie auch nicht orten konnte. Ja, ich hoffe, das schafft Abhilfe. Und dann gehen wir direkt mal rein. Wow, schöne Herbstfarben. Wow. Toll sieht das aus. Boah, ich bin auch echt nervös. Weil ich jetzt ein bisschen aus meiner Komfortzone raus bin. Und wenn jetzt was schief geht, dann bin ich ein bisschen aufgeschmissen. Da reicht schon ein kleiner Ast. Der Wind hier ist auch nicht zu unterschätzen. Aber es geht. Ich versuche mich mal nicht ganz so weit zu distanzieren, um mich Stück für Stück ein bisschen ranzutasten, weil ich auch gar keine Ahnung habe, wie sich der Empfang dann irgendwie verhält. Boah, das sieht aber schon sexy aus. Ich bin sprachlos und für mich wirklich ein Game Changer, dass ich in D-Log M aufnehme. Das erweitert so die Möglichkeiten in der Postproduktion. Das ist kein Vergleich. Und nochmal rein da. Akku 64%. Der wird natürlich ein bisschen mehr beansprucht dadurch, dass wir jetzt hier ein bisschen höher fliegen und der Wind ein bisschen stärker ist als sonst. Puh, boah. Ich bin echt am Pochen. Oh, die Baumkronen sehen so schön aus. Ui. Ja, jetzt mal ein bisschen was probieren, damit wir auch schöne Bilder geliefert kriegen. Boah. Stabilisieren tue ich die übrigens bei Gyroflow und Videos bearbeiten bei Final Cut Pro. Schön.
Boah, ich konzentriere mich so drauf, keinen Fehler zu machen. Weil ich den Rest des Mittags auch nicht damit verbringen möchte, die Drohne zu suchen. Jetzt war das Bild kurz weg. Eieieiei. Bitte nicht, wenn ich kurz über einem Baum bin. Jetzt versuche ich nochmal gezielt ein Tetraeder drauf zu kriegen. Gehe dafür ein bisschen runter, dass ich auch die Baumkronen drauf habe. Vor allem hier. Oh. Ein Gedicht. Jetzt wollte ich mal gerne umstellen, die Kamera nach unten neigen und dann nach unten fliegen. Wie das so aussieht. Ah, ein bisschen vorsichtig. Ich schalte nochmal um. So, einmal drehe ich noch ab. Oh ja. Schön. Ja, das war's. 20% Akku. Bitte zurückkehren. Ich komme zurück. Ich habe die Drohne noch. Ganz wichtig. Und nochmal probiert, wie sie reagiert. Wundervoll. Moin. Als Abschluss seht ihr jetzt noch einen Zusammenschnitt der zuvor gemachten Aufnahmen.